Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist der plötzliche Herztod und Unterthema schnelles Handeln zählt. Und als Gast haben wir Herrn Dr. Reul. Herr Dr. Reul ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Notfallmedizin, Palliativmedizin, Notarzt und Leiter der medizinischen Intensivstation in den Wiederkliniken. Herr Dr. Reul, wie zählt schnelles Handeln? Was heißt das eigentlich, wenn ein plötzlicher Herztod auftritt? Was hat man zu tun? Also der plötzliche Herztod bedeutet, dass der Betroffene keinen Kreislauf mehr hat. Und das ist eine Situation, wo wirklich buchstäblich jede Minute zählt. Man weiß, dass in den ersten Minuten nach Auftreten dieses Herz-Kreislauf-Stillstandes die Weichen gestellt werden, ob der Patient eine Überlebenschance hat. Wir haben ja ein exzellentes Rettungssystem in Deutschland. Der Rettungsdienst ist innerhalb weniger Minuten da. Aber der Herz-Kreislauf-Stillstand ist der Moment, wo derjenige, der dabei ist, gefragt ist, schnell erste Hilfe zu leisten. Warum ist das so? Ist das eine Frage des Gehirns, der Gehirnperfusion, der Gehirndurchblutung? Jede Minute dieses Herz-Kreislauf-Stillstandes schmälert die Überlebenschance um 10%. Das heißt, nach dem Ablauf von 10 Minuten ist die Situation aussichtslos. Das Gehirn verkraftet es nicht, für wenige Minuten ohne Sauerstoff und ohne Durchblutung zu sein. Und 10 Minuten sind dabei schon also sehr lang, das muss man sagen. Gut, wie kann ich das jetzt prüfen, dass dieser Mensch wirklich keinen Kreislauf hat? Wenn man einen plötzlich Bewusstlosen neben sich hat, bei sich hat, gibt es die Regel prüfen, rufen, drücken. Das heißt, ich prüfe, ist derjenige ansprechbar, reagiert er auf Ansprache oder auf Berührung, atmet derjenige normal. Und wenn derjenige nicht reagiert und nicht normal atmet, ist von einem Herz-Kreislauf-Stillstand auszugehen. Das heißt, Notruf tätigen, 112, kurz schildern, Herz-Kreislauf-Stillstand, dort und dort. Und dann das Wichtigste, Beginn mit der Herzdruckmassage. Nun geht das weiter. Nun ist er, ich sag mal so, es ist ein plötzlicher Herztod und er wird jetzt massiert. Wie macht man das? Also, es ist auch hier auf dem Bild gezeigt, mit dem Handballen geht man auf die untere Hälfte des Brustbeins und drückt das Brustbein 5 bis 6 Zentimeter tief und zwar mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, 100 bis 120 Mal pro Minute. Da gibt es so diese Merkregel, die meisten kennen das Lied Staying Alive von den Bee Gees, diesen Rhythmus vorstellen. Wichtig ist auch, die Herzdruckmassage muss auf einer harten Unterlage erfolgen, also nicht auf dem Sofa, nicht auf der Matratze, denn das Ziel ist es, das Brustbein auf das Herz draufzudrücken, damit ein notdürftiger Kreislauf aufrechterhalten wird. Das ist anstrengend, wenn man zu mehreren ist, gerne abwechseln. Wie gesagt, es geht nur um wenige Minuten. Der Rettungsdienst ist schnell. Nun gibt es ja so eine alte Regel, die kursiert ja immer noch, die Atemspende. Und ist das alles sinnvoll? Muss man das alles machen oder ist das schon nicht mehr nötig? Das ist genau das Problem. Die Atemspende, sind wir ehrlich, verursacht bei vielen einfach auch Ekelgefühle. Man traut sich nicht und im Ergebnis passiert gar nichts. Deshalb, man weiß, in diesen ersten Minuten, um die es geht, reicht der Sauerstoff. Es geht nur darum, diese notdürftige Durchblutung, den Notkreislauf aufrechtzuerhalten. Das heißt, der Sauerstoff reicht für diese ersten Minuten. Und deshalb ist die Empfehlung, einfach entschlossene Herzdruckmassage und keine Unterbrechung in der Herzdruckmassage. Das ist wichtig und damit tut man dem Betroffenen was Gutes. Diese Atemspende, die wird ja von vielen immer noch gelehrt. Da fällt mir aber dazu ein, ist das diese Unterbrechung, die der Massage dann bedeutet, ist das ein Fehler? Also man weiß, dass diese Herzdruckmassage besonders dann ineffizient ist, wenn sie häufig unterbrochen wird. Denn der Blutdruck, der mühsam durch diese Herzdruckmassage aufgebaut wird, fällt sofort wieder ab. Wenn ich diese Herzdruckmassage unterbreche, dann gebe ich die Atemspenden und dann mache ich erst wieder weiter. Dann geht der ganze Blutdruck wieder bei Null los und muss mühsam aufgebaut werden. Deshalb ununterbrochene Herzdruckmassage ist wirklich für die ersten Minuten die wichtigste Maßnahme. Jetzt gibt es immer noch eine Frage, die heißt der automatische externe Defibrillator, den es ja in vielen Institutionen gibt. Ist das eine Lösung? Kann man damit eine Reanimation überflüssig machen? Also der Defibrillator ist eine ergänzende Maßnahme. Der Defibrillator kann beim Kammerflimmern das elektrische Chaos, was im Herzmuskel herrscht, beenden und dafür sorgen, dass der Taktgeber am Herzen wieder das Kommando übernimmt. Aber das Wichtigste ist,
die Suche nach einem Defibrillator, das Anschließen des Defibrillators darf niemals die wichtigste Maßnahme, nämlich die Herzdruckmassage, unterbrechen. Das heißt, wenn genug Leute da sind, wenn jemand weiß, dort ist ein Defibrillator, kann man den holen. Aber wie gesagt, das Wichtigste bleibt prüfen, rufen, drücken. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Statement und das sollte man weitergeben. Und wer Interesse hat, solche Reanimationskurse zu besuchen, der kann sie buchen über das Deutsche Rote Kreuz. Übrigens auch ein ganz hübscher Geschenkgutschein, sowas zu machen. Das hilft dem Nächsten, das hilft allen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ein interessanter Beitrag. Vielen Dank, Herr Dr. Heul. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund.